langweilig, weil die schlafen gehen. Nein! Klingt, als käme jemand herein. Oh Gott. Oh Gott. Er ist näher gekommen. Wer ist da? Ich bin bewaffnet. Aber du bist doch bei mir vorbeigekommen. Was? Dann sollte der ehrwürdig sein, mich zu wecken. Er nimmt dort ja vorher Zeitverschwendung an, das gibt's doch nicht. Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ich bin ein Fuchswüsten-Typ, keine Ahnung. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich hier tragen soll, deswegen suche ich mir einfach irgendwas aus. In der letzten Folge haben wir das DLC, ich weiß überhaupt nicht, wie das heißt, ehrlich gesagt. Auf Englisch heißt das das Fell Dragon Xenolog, ne? Und Xenolog, es gibt ja immer Paralogs, das sind ja Nebengeschichten, also Nebenstories, Nebenmissionen in Fire Emblem Spielen, ne? Und dann gibt es mal Xenologs, und Xenologs sind immer DLC-Quests, die man meistens runterladen kann. Da war es schon ein bisschen schlimmer damals mit Fire Emblem, da konntest du sehr viel mehr runterladen und ne, das war furchtbar. 3 Euro für eine Farm-Map, wo du irgendwie Geld farmen kannst oder Erfahrungspunkte sammeln kannst und so. Ach, furchtbar. Und dann haben die natürlich Eroberung rausgebracht, Fire Emblem Eroberung, welche so bockschwer war, dass du irgendwie darauf angewiesen warst. Also ja, das war schon irgendwie... Da sind schon die, weiß nicht, die 30 Euro, die ich hier für diese ganzen Sachen hier ausgegeben habe, schon ein bisschen mehr wert, finde ich. So, jedenfalls. Aber... Machen wir jetzt weiter. Ich habe wieder Bandgespräche und so angesammelt, aber die gucken wir uns jetzt am Ende des Parts an, ne? Die werden wir jetzt uns immer am Ende angucken, weil da tun sich schon eine Menge zusammenstauen. So, ich glaube, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und der Grund, warum ich so viel habe, ist, weil ich mich da ein bisschen reingehängt habe. Ich war ein bisschen spendabel, was meine Bandfragmente mal angeht, weil ich hatte ja irgendwie so 39.000 hier. Hier unten rechts hier die Bandfragmente. Ich hatte 39.000, ich habe 17.000 ausgegeben. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, weil mir etwas aufgefallen ist. Und zwar, erinnert euch vielleicht in der letzten Folge, Vale hatte ich wen ausgerüstet gegeben? Ich glaube, bei Lev, ne? Auf Level 5? War bei Lev da Level 5? Ich weiß es nicht. Selene hatte ich auf jeden Fall Corin gegeben, ne? Und wir gucken uns mal Corin an. Corin ist immer noch Level 5. Ich bin mir ziemlich sicher, Corin war schon Level 5, als ich ihr letztes Mal ausgerüstet hatte, ne? Als ich ihr letztens Dings ausgerüstet habe, ne? Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Ich habe auch nichts irgendwie hier trainiert. Also mir ist jedenfalls aufgefallen, wen hatte ich nochmal meinem Hauptcharakter gegeben? Ich weiß das gar nicht. Bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wen ich meinen Hauptcharakter gegeben hatte. Im letzten Part. Aber jedenfalls ist mir halt aufgefallen. Und zwar, ich glaube, irgendjemand hatte Mikaya, ne? Hatte sie Mikaya? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist mir nach dem Aufnehmen etwas aufgefallen. Und zwar, die Charaktere haben keine Band-Erfahrungspunkte bekommen. Und das ist wichtig zu wissen, weil das bedeutet dann, ich kann jeden Charakter jedes Bandfragment geben, jedes Emblemring, jeden Emblemring, ne? Ohne irgendwie darauf achten zu müssen, dass ich das weiter hoch trainieren muss, weil die kriegen sowieso keine Erfahrungspunkte, ne? Meine Charaktere kriegen auch keine Erfahrungspunkte. Das heißt, ich muss gar nicht darauf achten, wen ich da reinnehme und wen nicht, ne? Ich kann einfach meine stärksten Leute da reinnehmen, ne? Und nachdem ich das herausgefunden habe, habe ich erstmal einige Charaktere mit einigen Bandfragmenten hier hochgelevelt. Zum Beispiel Ike hier. Diamant und Ike. Ich glaube, Ike war irgendwie Level 13 oder 12 oder irgendwie sowas mit Diamant. Und das Coole an dem Emblem ist, sobald die Level 15 erreichen,
haben die sozusagen alle ihre Waffen zur Verfügung, ne? Also ich habe ja Ragnel freigeschaltet mit Ike, der auf Level 15 war, ne? Und ich konnte halt sowieso nicht auf Level 20 hochleveln. Ich glaube, man kann halt immer nur so, also ich nehme an, man kann jedes Fragment nur so weit hochleveln, wie, weiß nicht, wie das Maximum, das irgendjemand mit diesem Fragment erreicht hat. Mit Ike habe ich zum Beispiel, glaube ich, nur maximal Level 16 mit irgendjemanden erreicht. Deswegen konnte ich halt, glaube ich, nur so bis zu Level 16 hochleveln oder so. Ich weiß es nicht. Ich konnte jedenfalls nicht auf Level 20 hochleveln. Wollte ich auch gar nicht. Aber ich habe so gut wie mit jedem Charakter, den ich plane, ins DLC mitzunehmen, die Charaktere auf Level 15 hochgelevelt. Also ich habe mir jetzt sozusagen 12 Charaktere jetzt hier ausgesucht, die so in der engeren Wahl kommen, als Charaktere, die ich ins DLC reinnehmen will, ne? Weil ich krieg sowieso keine Band-Erfahrungspunkte, ich krieg keine Support-Punkte mit meinen Band-Charakteren, mit meinen Emblem-Charakteren. Von daher macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwie unterlevelte Embleme da reinzunehmen, ne? Deswegen habe ich, weiß nicht, ein bisschen übertrieben mit einigen Charakteren, ne? Also alle Charaktere, die jetzt hier einen Ring haben, ne, fallen so in der engeren Wahl ins DLC benutzt werden. Hier, er hatte zum Beispiel Coin schon auf Level 20, ne? Schon bevor ich irgendwie angefangen habe zu trainieren, aber ich glaube, in irgendeinem Kapitel habe ich mal Level 20 mit ihm erreicht, dann, ne? Und ja, deswegen habe ich jetzt mit einigen Charakteren ja mindestens auf Level 15 hochgelevelt. Auf Level 15 gibt es außerdem auch keine Bandgespräche, das heißt, da konnte ich einfach hochleveln, ohne mir irgendwie zu notieren. Ja, das Gespräch muss ich noch on screen zeigen und so, ne? Und ja, ich habe mir dann so ein paar Charaktere ausgesucht, ne? Anna mit bei Left zum Beispiel. Weil sie hat irgendwie, sie hat eine gute Synergy damit, weil wenn sie tanzt, dann gibt sie Angriffskraft, also Stärke, was nicht schlecht ist. Oder ja, Panett ist der Charakter mit der höchsten Stärkewert. Das heißt, wenn ich mit ihr, wenn ich sie mit Lin zusammenpacke und sie ihren Fernkampfangriff einsetzt, dann macht sie am meisten Schaden. Dann habe ich Lin auf Level 15 hochgelevelt, um diesen Bogen zu bekommen, mit dem ich wahrscheinlich dann auch aus der Ferne angreifen kann. Das heißt, sie ist noch stärker, also keine Ahnung. Die Charaktere, die ich hier so in der engeren Wahl gepackt habe, habe ich außerdem noch einige Fähigkeiten beigebracht. Hier zum Beispiel Lanzenkraft. Weil ich bin stärker, wenn man eine Lanze ausgesetzt hat, auf Kosten der Ausweichfähigkeit, was bei Louis nicht wichtig ist, weil er halt ein dicker Tank ist. Weil, wie gesagt, ich kriege ja keine Erfahrungspunkte. Normalerweise habe ich ja immer hier diese Fähigkeit von bei Left drin, ne? Also hier die respektable Lehrkraft, ne? Oder Momente. Aber da ich so, sowohl keine Erfahrungspunkte als auch Supportpunkte oder Banderfahrungspunkte kriege, wäre das Verschwendung, irgendwie diese Fähigkeiten zu haben im DLC. Deswegen habe ich die alle ein paar Sachen hier lernen lassen, ne? Und mich so, ja, ein bisschen vorbereitet für DLC, weil ich musste nur ein Kapitel spielen. Letztes Mal, um zu sehen, dass das ganz schön nervig wird. Diese Wölfe, die sind schon jetzt ganz nervig und ich habe so das Gefühl, die werden wahrscheinlich ein Trend sein in diesem DLC. Und deswegen wollte ich mich halt gut vorbereiten, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, alles klar, falls das DLC irgendwie sehr unschön wird, bereite ich mich doch lieber so ein bisschen hier irgendwie vor, ne? Für den Fall der Fälle, ne? Weil, wie gesagt, ich kann ja nicht leveln, das heißt, ich kann irgendwie an meiner Situation nichts ändern. Ich muss mit dem Blatt spielen, das mir irgendwie zugeteilt wird, ne? Und wenn das Blatt von sich aus nicht irgendwie gut genug ist, dann habe ich halt ein Problem, ne? Deswegen muss ich mich ein bisschen vorarbeiten, so, dass ich hier mal ein paar Dinger wieder abholen. Und ja. Und ja, offscreen habe ich wieder übliche gemacht, ne? Supports gefarmt, die schauen wir uns jetzt noch an, ne? Wir haben zum Beispiel Diamant und Vale. Diesmal wird es nicht nur Vale, versprochen. Diesmal habe ich auch daran gedacht, den Record-Button zu drücken. Alchrist wird wahrscheinlich aber ein bisschen wütend sein auf sie, ne? それではベイル王女の気持ちに決着がつかないということか。しかし、あいにく今の私には困りごとはない。そうだ。
私と一緒に人助けをしないか。人助け？私はブロディア王国第一王子として民の悩みを解消する必要がある。悩める民を助けることは私を助けることにもつながるはずだ。ヴェイル王女、それでいいか？ Okay. Wo sind wir ja? Aber wir sind in Brodia. Also ich dachte, hier war ja niemand ist. ブロディア王国第一王子として、このことを誇りに思うぞ。でも、これじゃ償いにならないわ。仕方ない。では一つ約束をしよう。いつか私が悩みを抱えたら、その時はヴェイル王女に解決してもらう。それでどうだ？十分すぎる申し出だよ。ありがとう、ディアマンド。 Das wird irgendwie das Thema von jedem ihrer Supports sein, ne? So, dann haben wir Mavia und... Oh, Mavia hat eine Menge Supports, alles klar. Mavia und Ivy, los geht's. Mit den Prinzessinnen ein bisschen abhängen. これはアイビー殿。どうかされましたか？少し話をしたいと思ったの。あなたと私は似た境遇だから。似た境遇？ なるほど。俺もアイビー殿も元は敵として仲間の前に立っていた。そういうことですね。ええ、モブ。ここは新たな居場所となったかしら。どうでしょうね。俺を受け入れてくれる人も多いですが、そうではない人もいるでしょうし、俺がいくらこの場所に居心地の良さを感じたとしても、それは 俺の独りよがりに過ぎませんから。そうですが、俺はここを離れる気はありません。皆に受け入れてもらうためなら努力は惜しまないつもりです。皆に認められて初めてここが本当の居場所となる気がしますから。あなたの考え承知したわ。少なくとも私はあなたを受け入れる。同じ境遇、 同じ悩みを持ったものとして。ありがとうございます。アイビー殿。 Okay, man war relativ chill. Wie sieht's hier mit aus? Celine. Celine殿. Obwohl sie scheint mir auch eine sehr vernünftige Person zu sein, ne? フィレネのどこかに大きな広葉樹が一本だけ立つ丘陵はありませんか？ 大きな広葉樹？すぐには思い浮かばないのだけれど、そこがどうかしたの？実は俺はフィレネの生まれなのです。幼少時その丘陵に家族で旅行へと出かけたことを覚えていて、詳しい地名などはわからないのですが、その美しい光景をずっと忘れられなくて、願わくば再訪したいと思っているのです。まあ、 そうだったのね。あなたがフィレネの出身だったなんて。けれど、その情報だけでは場所を特定するのは少し難しいわね。そうですか。困らせてしまい申し訳ない。ずっと忘れられないほど俺にとっては大切な思い出の場所だったので。そこまでの思い出があるのね。わかったわ。フィレネ出身の仲間の願いなら 簡単に諦めることなんてできない。どうか私にも協力させて。Was haben wir überhaupt irgendwas gegen Firen gemacht? Also haben die irgendwie was gegen Firen gemacht, die Bluthunde? ありがとうございます。セリーヌ殿。 Ich weiß nicht. So, na war es eigentlich schon. Ne? Ich habe keine Supports mit jemanden freigeschaltet. Ich habe auch gar keine Geschenke verteilt, weil ich keine so viele hatte. Und mir ist auch irgendwie aufgefallen, dass das irgendwie gar nicht so einfach ist. Weil ich halt nicht weiß, wie viel ich brauche, ne? Muss ich jetzt mal ansammeln. So, ich habe gar nicht letztes Mal darauf geachtet, ob irgendwie die Kocheffekte irgendwie einen
Wirkung hatten auf die DLC-Charaktere. Also, oder meine Charaktere im DLC. Oh nein, ich hab's vergessen. Pff, nein. Der Bodengott wird sehr unzufrieden sein. Okay, also ich habe ja mit B, ich habe ja mit allem B. So, was hier mit? Weil Mauvier. Ja, ne. So Neulinge hier. Habe ich diesmal irgendwie was hier? So, was hat mir da unten immer gefehlt? Weiß ich nicht, aber diesmal habe ich alles hier. So, ich hätte gerne Geschicklichkeit. Verdammt. Geschicklichkeit, Magie und Resistenz. Chili Salat. Wusste nicht, dass es sowas gibt, aber okay. Gemüse. Warum nicht? Dann zeig mal, was du drauf hast. Oh. Ah. Schon irgendwie gedacht. Oh mein. Und wir haben noch Glück, habe ich glaube ich bekommen. Ne? Alles klar. Dann müssen wir das in den Boden schmeißen. So, wupp. Gott, haben wir nur ein Ding in hier freigeschaltet. Sag mal ja. Ging relativ schnell. Aber kann auch sein, dass die irgendwie ein sehr schnelleres Wachstum haben hier in Sachen Support. Manchmal in Fire Emblem Spielen so. Einige Supports schneller wachsen als andere. Wie konnte sie mich nur bemerken? Weil einfach nur so eine dicke Rüstung.俺はベイル様の騎士失格ですから。モーブは騎士の前に大切な友達だよ。だから心配するより信用してほしかったわ。俺のことを友達だなんて恐縮です。ですがそう言っていただけるならせめて町へ出歩く理由を教えてください。友達のことを理解できないのは悲しいです。 罪を償うためだよ。私のせいで大勢の人が傷ついたから、町に貢献できる何かを探してたの。ベイル様、それならなおのこと俺が必要ですよ。俺も宿の一人として罪を犯しました。だから償いをしたいという気持ちは同じです。どうか孤独にならないでください。俺とて いた場所は同じなのですから。モーブ、ありがとう。それなら一緒に探してくれる？みんなが喜ぶことを。無論です。Verstehe ich irgendwie nicht. Sie hat wortwörtlich nur seinen Namen gesagt, ne? Das Spiel hat es übersetzt als du bist ein sehr gutherziger Mensch, ne? Ja, gutmütiger Mensch, ne? Also bei Übersetzen nehmen die sich schon irgendwie Freiheit, ne? Das hat irgendwie nicht irgendwie was zu tun mit, dass die Leute irgendwie, weil nicht Sachen falsch übersetzen, aber ich glaube, die nehmen irgendwie mehr Freiheit, als sie eigentlich sollen, ne? So finde ich das jetzt jedenfalls. Also, ich meine, das war ganz offensichtlich ja nicht die Übersetzung, ne? Aber weiß ich nicht. Ich habe eine Menge Sachen letztens bekommen, ne? So, tun wir mal die knusprig Sachen hier alle. Oder ein von diesen Witzwaffen. Okay. Hm, Kollege.
Kollege. Alter. Du machst mich fertig. Dann nehmen wir uns das für nächstes Mal auf hier. Mal sowieso nichts kriegen. Aber ich sag jetzt, da stand Volkswagen. Volkswanger. Was ist das Schwert von Alphons? Okay. Elric? Nein, der Typ aus Fire Emblem Heroes. Ah, da. Okay, mehr können wir jetzt halt nicht machen, ne? Dann jetzt weiter ins DLC, ne? In das nächste Kapitel des DLC. So, ich muss ganz kurz hier gucken. Ich habe Tätigkeit plus 1. Dann werde ich ja gleich mal sehen, ob das was gebracht hat, ne? So, die Werte von einigen Charakteren sind natürlich dementsprechend hoch. Weil die Level 10 oder 15 oder so, sogar schon 20 Charaktere als Dings, als Ausrüstung hier haben, ne? Da sind die Werte dementsprechend noch ein bisschen höher. Dann gucken wir mal. Das Problem ist, ich habe jetzt nicht in Erinnerung, was die Charaktere alles für Waffen hatten und so, ne? Im DLC, die haben ja vorgegebene Waffen und Ausrüstung und Klassen und all so was. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich die richtigen Charaktere gewählt habe, ne? Ah, guck mal, ne? Wir gehen zur Dämonenwelt. Du kannst die Einstellung jederzeit ändern. Ich kann jederzeit auf extrem hoch gehen, ne? Weil ich aber nicht machen werde. Schwer ist meiner Meinung nach schon herausfordernd genug. Weiter als schwer ist immer irgendwie so ein riskant bei Fire Emblem, weil man weiß nie, wie schwer es ist. Und wie krass das manchmal sein kann. So, ich glaube, wenn man hier aber ins Menü geht, dann ja, dann sieht man nicht die Werte der Charaktere. Da finde ich ein bisschen nervig, weil das hätte mir irgendwie geholfen, irgendwie so zu entscheiden, wen ich hier mitnehme. Weil ich glaube, ich habe zum Beispiel hier Anna mitgenommen, ne? Aber ich glaube, sie ist gar kein Krieger oder Berserker in diesem Kapitel, sondern ein Kämpfer, was nicht so gut ist. Also ich muss mir mal die Charaktere irgendwie genau anschauen, bevor ich die auswähle. Jedenfalls, oh, grüner Garten, ist das nicht da, wo wir gegen unsere Mutti gekämpft haben, als sie Sigurd hatte? Okay, ich weiß nicht, warum da Zutaten sind, aber anscheinend können wir danach hier rumlaufen, oder? Keine Ahnung. Aber ich meine, das hatte doch irgendwie... Hat er nicht irgendwie letztens, oder bin ich mir nein, egal. Jedenfalls, Dämonenwelt 2, grüner Garten. Nach Abwehr des Assassinen sucht der Wirmgott mit Nell und Nil in Firen einen Armring. Dann gehen wir mal da rein. Warte mal. Weiß ja, alles, das ist alles das gleiche, was ich auch kaufen kann, ne? Da bringt ja nichts. Elementar ist ja wieder vollkommen anders. Gehen wir einfach da rein und sehen, was hier los ist, ne? Und dann sehen wir ja Saat der Unruhe, Dämonenwelt 2. Anata wa iho no mono toshite nao isamashiku senjou o kakeru darou ka. Jetzt haben wir Zephyr. Hana to chi to hagane ni michita sono basho de tadashiku shini yuku wa dare nano ka. Yotsu no oi o hi ni kubete. なつの炎は揺りかごに。さりとて蚊のものは知っている。これはロメアさん。未来はない。私の寂しさはここにはない。オッケー。何だ、サックス。着いたよ、神竜様。フィレネ王国にようこそ。て。 僕の国じゃないんだけどね。神竜王城にいた時にも感じましたが、元の世界と似ているようで違う印象です。
Hector. Also werde ich ja alle DLC-Charaktere treffen, bevor ich überhaupt gegen die gekämpft habe. Bei zwei habe ich ja noch nicht bekämpft. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. ヘイワを愛する民ではないのですか。神竜様の世界ではそうなの。こっちでは、すごく好戦的だよ。王族は特にね、味方だった頃は心強かったけれど、そもそもジャリュー嫌いで、僕たちとは距離もあったし、神竜様がいなくなってからは、リトスの地にも来なくなってしまった。現在の国の統治は、 イブ女王が女王イブは先の戦が始まってすぐに命を落としています。以降は王不在のままでしたが、戦が消した後にアルフレッド王子が即位しましたですが、イルも言った通りわれわれとの接触は戦後ほとんど断たれた状態です。あ、だ、アウンクラップ、そう、ディミトリー、フリアウォーズ、ドイツ、グレート、 diese dreckigen Ratten, könnt ihr sie nicht riechen? Bringt jeden einzelnen von ihnen um. Celestia. Okay. 私にかかれば軽いものですわ、エル様。あら、こちらの方は。Ich habe nur überrascht reagiert, weil ich direkt an meine Pony denken musste wegen Celestia. Prinzessin Celestia. Aber das ist irgendwie noch überraschender. うれしいです。神竜様、生き返られたのですね。いえ、元より死んでなどいらっしゃらなかったのですね。 そうです。考えればわかることですわ。あなたさまがソンブルになど負けるわけが。セレスティア、聞いて、違うんだ。この方は、ごめんなさい。私はこの世界のものではないのです。え？先に説明をすべきでしたね。この方は私たちの神竜様から存在。 古の種なんです。セレスティアが偵察任務に立ってしばらくの後、王城の祈り場に現れてくださったんだよ。救世の種、そうですか。ですわよね。だって神竜様は私たちで埋葬した。なんかそう、merkwürdig gerade。この目で見たんですもの。冷たくなったあなた様の手を握って、 Aber macht ja irgendwie Sinn, ne? Weil sie gehört ja auch zu den Dämonen. In unserer Welt ist sie ja auch ein Verbündeter von den Dämonendrachen, ne? Also macht ja eigentlich Sinn, dass sie Verbündete von denen ist, ne? そしてルミエル様にはまるで家族のように接していただきました。以後お見知りおきを。こちらこそよろしくお願いします。セレスティア、本当にあの方とウリ二つ。なぜ、irgendwie keine einzige Bar anspricht irgendwie, hey, warte mal。不思議なものですね。そちらの世界にも私はいるのでしょうか。 くまでもないですわね。きっとそちらの私も神竜様と共にいて、打倒ソングルを誓っているに違いありませんもの。王城の偵察結果は、フィレネ王国は隣国ブロディアへの侵略を企てています。グリスはこちらの方、あと、ディーバーゾーンのグリス、正確には、これ、ディアナンブルートンで、 アルフレッド王の承認を待っている状態です。しかしセリーヌ王女は王の承認を待たず、精鋭を集め、すでに騎士団を結成。これ以上静観している暇はないかもしれません。騎士
Ich werde sie so weit von in den Thumbnail reinpacken, ne? Und dann jeder, der irgendwie das DLC nicht kennt, wird sich dann denken, oh mein Gott, wir müssen, oh mein Gott, der Daniro, der muss gegen Zephyr kämpfen. Oh. Da gucken sich Leute im Part an und dann reagieren dann voll so, was? Das ist ein Plot Twist im Thumbnail. Okay, die sind böse. Was ist das dahinter? Ist das Louis? フィレネを守れるのは私たちだけなのよ。神竜の加護を失い、世界は荒廃していくばかり。豊かな実りも花もだんだんと色を失っているわ。産業は崩壊の兆しを見せているのに、何の策もない。今こそ領土を広げ、資源を補おうと申し上げているの。ブロディア王国は元々荒れた土地、フィレネより拡大。ダブディバーで確定、説明する相手か。 勝てば豊かな功績資源を我が国のものとし。それは彼は自分で選んだ。それに勝つために、彼は自分で選んだ。それとも紋章師を危惧しているの？ブロディアが擁する紋章師は幼い王女よ。我が紋章にかなうはずがない。 絶対はないんだ。なんでそんなことをランダムライターに見たの？死んでしまう。今でも思い出せよ。負けないと信じていた神家たちが知るさま。あんなに強かった神竜様が帰ってこなかった日のこと。お兄様は変わってしまったわね。かつては何も恐れぬ方だったのに、神竜様を失い弱虫となってしまわれた。ならば。 私一人でやり遂げてみせる。これより短期でブロディアに向かいます。許しは乞いません。死ぬ気か、セリーヌ。このままとどまれば心が死んでしまうわ。ならば剣を取ることを選ぶ。私が果てても後に続くものが出るでしょう。さすればいつか望みは果たされるわ。私はそれで幸せよ。 隣国が不幸になろうとも知らない。幸せは。いつか幸せは不幸の上に成り立っているけれど、我が国が不幸せを受けよう義理はないもの。何を言っても無駄なようだね。お兄様に罪はないわ。すべては愚かな私の罪。けれど、もしもこんな私に分をと祈ってくださるのなら、ご決断をアルフレッド。 唯一の家族を見過ごすうしなうぐらいなら、もうブロディア信仰を許可する。お兄様、行くぞセリーヌ。これより騎士団に正式な通達を。お待ちください。誰だい。あ、皆さん、おや久方ぶりにお目にかかります。アルフレッド王、セリーヌ王女。 お取り込み中恐縮ですが、下級のようにて馳せ参じました。誰かと思えばエルとイルカ、王の間に乗り込んでくるだなんて礼儀をご存じないのかな。そちらこそ神竜様より託されし、熱き紋章の腕は、リトスの王城への返還を拒むのは礼儀知らずでは。フィレネだけが返還しては国同士の均衡が崩れるだろう。 腕輪を他国を牽制する兵器として扱い続けるとおっしゃるのですね。その崇高なお考えのせいで、各国は長き冷戦状態にあるというのに、かつての仲間の愚かな選択を神竜様は望んでいらっしゃるでしょうか。あなたが神竜様の代弁をする気なの？神竜様を殺したソンブルの子に
その資格があるとは思えないけれど。ちょっと、それは今関係ないだろう。Das ist alles so merkwürdig gerade. 僕たちはソンブルとは違うって、どうして？いつまでも分かってくれないんだよ。いる。失礼しました。均衡という点ではご安心を。私たちはこれより各国を回り、等しく全ての腕輪の返還を求めます。これならフィレネも安心して腕輪を手放せるかと。騙して君たちが腕輪の力を得る新参ではないとここで証明できるのかい？もしくは他の国の腕輪を全て集めた後でなら協力をしてもいいけれど。他国の腕輪はありません。フィレネに一番に要請に参りました。なら信用に値しない。話はおしまいだわ。私たちはこれからブロディアに向かうの。腕輪の力は必要不可欠。あなた方に渡せるわけがないじゃない。どうしても応じていただけませんか？ Müssen wir Gewalt anwenden. であれば戦うの？望むところだわ。あら、ich stehe daneben und sag nichts. やめてください。お願いです。私はあなたたちと戦いたくない。神竜様？どういうことだい？神竜様は生きていたのか？君たちは神竜様が死んだと嘘をついたのかい？いえ。私は異なる世界から来た神竜です。あ、スマホ通してね。わかったわ。さては異形変ね。邪竜が得意とする横島な術で神竜様を無理やり蘇らせたのだわ。違います。最後まで話を聞いてください。セリーヌ、惑わせても無駄よ。神竜様の話なら聞くと思ったのであれば愚策だわ。なるほど、異形兵ならば合点がいくね。腕輪のためにそこまでするのかい？エル、イル、確かに神竜様が亡くなった時の嘆きようはある種異常なほどだった。かつて仲間であったヨシミネ、なんとか話し合いで解決しようかと思っていたけれど、気が変わったよ。戦おうじゃないか。我がフィレネ騎士団よ、邪竜の子らの吸収に応戦する。奴らの首をはね、ブロディア信仰の手土産とするのだ。嬉しい。それでこそお兄様だわ。Alter, was? さきの戦で、散り花の王子と称えられたその腕で、やつらの花を赤く染めて差し上げましょう。待っていてくれ、神竜様。今すぐ楽にしてあげるよ。アルフレッド。Ich weiß jetzt schon von Celine. In so einer sadistischen Aura gibt's bestimmt Dutzende Fanart von da draußen. Nur genau auf sowas stehen die Leute. Gibt sie auch andere Seite?無礼を申し上げるなんて信じられません。行きますよ神竜。見知った顔が相手でも手は抜かないでくださいね。イエーイ。tut Saphir auch an unserer Seite kämpfen? Warte mal, ist sie auch einer der Charaktere, die man am Ende des Spiels, am Ende des DLCs bekommt? Das wäre ja voll merkwürdig dann. Weil Saphir ist noch am Leben.Okay, ah, diesmal kann ich endlich mal. Sehr cool. Oh, wir sind Level 18 jetzt. Wir sind eiskalt hier hochgelevelt. Na, und sie ist eine Melusine. Ist aber ähnliches wie eine Limousine. So, sie ist ja, Drachenritter, Weibernritter, Magierin, ne? Also Malekritter sowie Camilla.Wenn die Einheit einen Gegner besiegt, gewährt sie Verbündeten im Umkreis von 2 für einen Treffer plus 20 für 1 zu. Okay, sie hat aber nur Elfendonner, was mir nicht so gefällt. Anführerin der vier Winde und Magiedrache. Okay. Sie kümmert sich voller Liebe und um ihre Gefährten. Vier Winde. Magische Redner auf einem bösen Drachen. Setzen Kampf mächtige Magie und Schwerter ein.Das wird irgendwie voll merkwürdig, wenn sie sich uns anschließt und wir gegen Saphir kämpfen.
So, ich muss natürlich erstmal etwas checken. Wer bist du? Wer bist du? Verzauberer. Ein Sanitäter versiert mit Umgang mit Items im Kampf. Herausragend in der Unterstützung. Nutzt den Vorrat. Okay. Das ist eine neue Klasse. Aber gut, dass meine Charaktere irgendwie hochleveln. Hier sind Schätze. Wie darf ich das bitte schön verstehen? Kann ich hier einen auch mitnehmen? Okay. Ach, der ist einfach nur. Okay, der ist kein Charakter, der ist einfach nur so ein random. Das ist einfach nur der random Skin hier für. Ich sehe, der sieht irgendwie aus, als hätte irgendwie so einen Dienstmarkt-Klamotte an. Den Rüschen und so. So, und ich sehe gerade, da ist ein Dieb, ne? Und hier ist eine Truhe. Und das ist auch eine Truhe, sehe ich gerade. Aber da komme ich doch bestimmt mit ihr hin, ne? So, was ich nachgucken will, ist. Tun hier nicht Butcheron und Co. rumlaufen. So, guck mal, wie wütend er ist. Er ist ein königlicher. Kriegstreibendes Individuum. Ein geübter Ritter, der sich auf den Umgang mit Lanzen versteht. Alfred, für jenes König aus einer anderen Welt. Verbittert und voller Streitlust erledigt er seine Feinde ohne Gnade. Selbstverteidigung. Verwendet die Einheit Warten, ohne anzugreifen, nur Items zu verwenden. Erhält sie Stärke plus 2. Okay, er hat einen Wolfsbeil, eine Silberlanze und ein Speer. Wo ist hier? Alter. Sie ist eine königliche. Kriegstreibendes Individuum. Er talentiert Marien, die auch mit einem Schwerten gehen kann. Und Stäbe. Okay, sie greift also nicht physisch an. Was voll schwachsinnig ist. Warum sollte man das jemals machen? Also wenn ich mal mit genügend Resistenz da einpacke, dann. Ich kann jetzt schon. Ich rieche jetzt schon, dass es von ihr irgendwie Dutzende Fanarts geben wird. Ja, vielleicht schon gibt. Ne? Irgendwie verbinde ich ja hier Butchron und Louise und Etty und wenn man noch alles hier. Ich glaube, das macht es irgendwie einfacher, die Charaktere zu wählen, die ich mitnehmen will, ne? Ich nehme natürlich die beiden mit, ne? Und ich kann gar nicht alle Charaktere irgendwie mitnehmen, sehe ich gerade. Na, Butchron kann ich mitnehmen, ne? Aber Etty und Butchron. Ja, Etty und Butchron waren von Alfred, ne? Und da gibt es bestimmt einige gute Interaktionen, ne? Und Louise und Chloe und Louise. Ja. Louis habe ich sogar irgendwie einen Ring gegeben, ne? Ja. Erika. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wer hat hier eine Menge Resistenz? Ich brauche irgendjemanden, der es mit Dingens hier aufnehmen kann. Ich könnte ganz auf den falschen Wert. 18. Ich würde ja sagen, schon fast. Hortensia, ne? 22 Resistenz. Aber. Oh. Vale wäre aber noch besser. Warum hat Vale Band Level 1 mit? Ach so, die haben wieder die Ausrüstung gewechselt, alles klar. Da Vale und Mikaya immer noch Level 1 hier, ne? Obwohl ich letztens mit ihr mit Dings hier umgelaufen bin. Ja. Also sie hat keine Erfahrungspunkte mit Mikaya bekommen, obwohl sich sie letztens damit rumlaufen ließ. So, ich habe so fast das Gefühl, ich bräuchte Etty, aber sie ist nur eine Schützin. Sie hat Momente, was auch nicht so cool gerade ist. Ah, ich muss jetzt meine Charaktere erstmal wieder hier umändern. So, erst einmal R-Kollege hier, ne?
auch schon ein bisschen blöd, ne? Ich kann gar nicht die Ausrüstung von denen wechseln. Aha. Warte, hatte ich hier nicht eine andere Axt mal gegeben? Ein Tomahawk oder so? Ist das jetzt weg? Ich wollte nämlich definitiv... Ich wollte eine Axt, eine Eisenaxt oder irgendwas, damit er irgendwas trifft. Ich habe nur Stahlexte. Stahlexte sind die mit der besten Trefferquote. Mal das mal rein. Oh, das ist ein bisschen doof gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Nehmen wir Celine und Alfred nur mit. Ich sage, ja, obwohl Louis wäre eigentlich auch nicht schlecht hier für dieses Kapitel. So, ich weiß nicht, ob ich hier die Dings bekomme. Die Etty, wie hoch ist dein Level mit Lin? 12. Cool. Ist leider nicht 15. Also kannst du nicht das hier ausrüsten. Hast du? Weil, was ich hier als erstes machen will, ist, ne? Ist natürlich die Schatztruhen hier einsacken, ne? Da ist ein Dieb. Welcher sich nur 1, 2, ach, wegen dem Wald hier, ne? Wer hat ja eine Menge Bewegung? Da komme ich leider nicht hin. Warte mal, kann ich Celestia, kann ich ihr Dings geben? Sigurd. Vielleicht Bewegung plus 5, ne? Dann wäre meine Aufgabe mit, auf jeden Fall schon mal mit ihr hier da oben hinzurennen, ne? 1, 2. Sie geht bis hierhin, ne? Und dann, wenn ich Dings einsetze, bekommt sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cool. Da komme ich doch hin, ne? Nein, das ist abgeblockt. Sie kann nicht darüber fliegen. Warum nicht? Das heißt, oder? Kann sie so darüber fliegen? Also so. Ich weiß es nicht. Ist eine fliegende Einheit, müsste sie eigentlich. Ich weiß auch nicht, wo die Diebe hinrennen, sobald die Schatzruhen eingesackt haben. Mal kurz was gucken, wie stark seid ihr? Verteidigung 14, da ist eine Menge Verteidigung. Ich glaube nicht, dass ich die erledigt kriege, bevor die irgendwie also Problem halt, ne? Ich, was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, was ich da machen soll jetzt. Ich nehme definitiv Etty mit und sie holt sich jetzt hier Lin. So, Alfred, du kriegst dann... Ja, ich brauche jemanden, der halt gut gelevelt ist mit ihm. Sina. Nee, da darf ich meinen Hauptcharakter. Nee, mein Hauptcharakter soll Marv nehmen. Da muss ich jetzt hier natürlich wieder alles umändern, ne? Die haben natürlich alle Level 1 mit ihren Charakteren. Ich glaube, er wäre eigentlich am besten mit. Also soll halt irgendwie ein Witz sein, hat irgendwie die schlechteste Einheit aller Zeiten ist. Also so, ich brauche was anderes als ein Stahlschwert mit ihr. Aber ich glaube, das habe ich nicht. Nee, Gott, warum denkt Fire Emblem, dass es immer eine gute Idee ist, Stahlschwerter als Standardwaffen zu haben? Die sind meistens immer die schwersten zu führen, ne? So, Vale, mach mal Pause. So, nimm mal Elfenwind raus. Ich muss halt alles in den Vorrat schicken, damit die halt darauf zugreifen können, ne? Ah, da meine ganze Vorbereitung hier schon wieder durcheinander gebracht, ne?
So. Aber das Spiel muss ja irgendwie so konzipiert sein, dass ich das irgendwie auch schaffe, ohne mich irgendwie vorbereiten zu können, ne? Sonst ist das schon ein ganz schön mieser Witz. Sie hat auch schon wieder komplett andere Klamotten. Den Schnitter. Ah, das ist okay. Das ist auch okay. Das glaube ich auch okay. So, du hast eine höhere Stärke als sie. Ich weiß, du mit denen irgendwie besser dran, aber. Ah, die Diebe werden das nervigste aller Zeiten hier sein, ne? So. Wenn ich es schaffe, den Dieb da hinten zu erledigen, ist das aber okay. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Na gut, gehen wir hier rein, ne? 50 Minuten und ich bin noch nicht mal, aber die Cutscene davor war auch ganz schön lang, ne? Ich habe keinen Heiler, sehe ich gerade. Ah, muss ich ja auch noch packen. Ja. Boah. Habe ich Teleport oder irgendwie was? Habe ich Teleport, irgendwie Rettung oder irgendwas? Nö. Das Spiel gibt mir aber auch echt nicht viele Optionen hier gerade, ne? Mit denen ich irgendwie was machen kann. Vielleicht hat eine Menge Angriffskraft. Mal noch. Ich glaube, ich muss sie mit Linie reinpacken. Und dann gebe ich nämlich. Dann gebe ich. Dann gebe ich Erlin, ne? So wie geplant. Und Etty kriegt Corin. Na, sie hat Corin. Du kriegst. Boah. Habe ich dir hingegeben? Niemanden. Kaya. Dann kannst du auch heilen, genau. So. Sind wir so vorbereitet? Irgendwie nicht, ne? Ike und Bylef. Sigurd. Sleen. Ja, ja. Ja. Weil ich muss mich um die Diebe kümmern. Geht nicht anders. So. Dann haben wir aber nur ein Heiler hier bei uns. Aber was soll man machen, ne? Ich habe nur ein Purgativ. Ich glaube, wir sind gar keine Wölfe am Rumlaufen, ne? Boah, ich sitze ja schon eine Stunde an die Vorbereitung, ne? Okay. Ja, aber das muss ja durchdacht sein, ne? So, Position noch. Ich komme gar nicht an den Dieper ran, sehe ich gerade. Also ich muss ja schon reinstimmen wie ein Blöder, ne? Fisch Angriff, aber hier werden mir wenigstens nicht die HP jedes Mal abgezogen. So, Entschuldigung, warum hat sie eine Verteidigung von 14 nur? Weil wir haben so viel Schaden gemacht anscheinend. Ja, ich muss halt wissen, ne, was die Diebe machen, ne? So, Zephyr, Werte Ike. Ja, macht ja keinen Sinn jetzt, ne? So. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwie funktionieren wird. Gehen wir einfach rein. Wird schon klappen. Nell, Nil oder Danilo wird besiegt. Also nicht Celestia.
Alter, wird schon irgendwie klappen. Okay. So. Also erst, was ich natürlich machen muss, ist Enya. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, kann ich jetzt so darüber fliegen? Oder zählt das als so? Das zählt als so. Das heißt, ich komme da gar nicht rüber, Mann. Und sie hat Donner ausgesetzt. Das heißt, sie kann sowieso nicht hier die Typen doppeln. Was ist das für eine Startposition? Das ist furchtbar. An, wie stark das ist. So, aber der Dieb wird nach rechts natürlich gehen, ne? Nach unten meine ich. Das ist aber schon irgendwie. Warte. Die Diebe, die bewegen sich wahrscheinlich im ersten Zug schon, ne? So, also ja. Ich könnte den Abelsrap hier einsetzen, ne? Oh, da kommen so viele Leute auf mich los. Das ist echt nicht einfach hier gerade. Geschicklichkeit 5, Geschicklichkeit. Wenn ich ihn ja einpacke, ne? Stahlschwert. Wenn ich ihn dahin packe, ne? Schafft er es, die Typen dazu erledigen? 26. Er würde 13. Nochmal 13. Aber ist okay, glaube ich. So, da muss ich ihn ja einsetzen. Er sich um die Ehe, ne? Packen wir dich daneben. Wenn du noch ein bisschen mehr Schaden machst. So. Du gehst mal dahin, würde ich sagen. Du musst dann im Fall, hat sich der Dieb sofort bewegt, erstmal da hingehen. So, dann hat jemand einen Hammer hier. Du hast einen Hammer, ne? Ja. So. Das ist so viel. So, du machst 28, 18 Schaden. Das sind 36 Schaden, das heißt, sie hat noch 9 AP. Und er macht so gut wie gar keinen Schaden, ne? 16, 9, Geschicklichkeit. Ist halt eigentlich überleben, ne? Außerdem können sie sowieso nicht von allen getroffen werden. Sie müsste eigentlich überleben. Okay, was macht sie noch mal? Ah ja, genau. Da könnte natürlich auch helfen.
Okay. Okay, gucken wir mal. Okay, wir haben keine Verstärkungstruppen. Oh, der eine hat irgendwas gemacht. Ich krieg den noch nicht mal down. Oh, die Musik kenne ich. Da kommen schon so viele Leute auf mich los. Boah. Du musst echt darüber nachdenken, welche Charaktere du hier mitnimmst, ey. Ja. So, diese Situation läuft aber. Ja. Da. Kono Yao. Baka Yao. So, und die waren sich noch nicht mal bewegt. Ich mache mir ja voll umsonst hier Schiss anscheinend. Mhm. Das ist wie ein Kodal, ne? Ach ja, sehr gut. So, du wirst ihn ja erledigen können, ne? Sie hat nur Dingens. Oh Gott, ich hoffe, ich brauche keine Heilung. Okay, ich krieg den noch nicht mal down. Cool. Okay, das ist schon mal nicht gut. Aber ich habe Marv. Marv, altes Haus, wie geht's? Wie steht's? Krieg ich dich down? Ja, krieg ich sowas von. Mercurius. Ah ja, stimmt. So, aber ich muss jetzt mal gucken. Du hast eine Angriffskraft von 15. Was hat er überhaupt gerade gemacht? Ach, da warst du gar nicht, ne? Kampfmensch. 15. Das heißt, du machst Schaden gegen ihn. 2 Schaden machst du gegen ihn. 15, 22. Ich muss wahrscheinlich. Jetzt ist die Musik schuldig. So, entschuldige. Ah, du wirst beschützt, deswegen. Dann kann ich gar nicht auf dich losgehen. Da muss ich, glaube ich, ein Heilmittel einsetzen, ne? So, dann mache ich den ja, ne? Muss ich ja da machen, ne? Oh, lang ist es her. Feuer! So, und dann muss ich halt, auch wenn ich mich dahin platziere, dann du wirst nicht von ihnen erledigt, oder? Oh doch. Wenn ich mich aber hier bewege, dann geht der hier rein. Aber warte, er könnte ja gar nicht von, ich habe ja keinen, das ist ja kein Schütz mehr. Hm. So, da muss ich einen Heilmittel einsetzen, ne? Da wird ihn sogar voll heilen. Was? Nein. Aber warte mal. Die von Familie im Umfeld von 24 Fällen heilen. Oh. Cool. Stimmt. Ich benutze die Heilmittel, deswegen habe ich das. Deswegen ist das noch nie irgendwie der Fall gewesen, ne? Cool.
Stimmt, ich habe noch nie Heilmittel eingesetzt, deswegen wusste ich nicht. So, was ist das hier? Zauberungseffekt. Er gibt gegnerische Korbschläge für Einzug. Du hast irgendwas gemacht, ne? Ah, du hast einen von deiner Dinger hier benutzt, ne? 16, 25, 27. Das müsste ich eigentlich hier erledigt kriegen. Du bist nicht in dem Wald, oder? Nee. Alter, guck sich mal einer, wie schlecht der Typ ist. Ich verstehe das nicht. Dann kann man nur so einen Charakter irgendwie reinpacken. So, ich muss näher dran gehen. Oh. Alter, guck sich dann einer an, Mann. Gott sei Dank, Mann. Gäb's eine Stahlaxt. Okay, dann folgendes, ne? Du gehst hier rein, tust diesen Typen absolut fertig machen. Oh, sie macht mehr Schaden wegen ihrem Skill. Donk. Ja, sie ist ja eindeutig stärker als jeder Charakter, den ich habe. Weil sie schon eine weiterentwickelte, sie ist ein Berserker Level 18. Das ist auch voll broken. So, Verteidigung 17. Warte mal, ich weiß nicht, ob das so gut war gerade. Auch kein Heiler hier unten, ne? Geschicklichkeit 7. Einzige, was ich noch versuchen könnte, ist, kriegt den noch nicht mal down. Kriegt den noch nicht mal down. Ja gut. Habe ich irgendwas mit verpasst hier mit dem Bruder oder so? Oder verstehe nicht so ganz. Aber oh, sie kann heilen, sehr gut. Innerhalb von 2 Fällen einen Gegner, dieser einer Crit plus 10 für 2 Züge. Ich meine, darauf könnte ich irgendwie jetzt hier hoffen, dass der mal einen Crit macht, ne? Er nimmt 16 mal 2, das sind 8. Er nimmt 16 Schaden. Aber wenn er Glück hat, crittet er. Das Ding hat schon mehr Crit. Das Ding hat schon mehr Trefferchance als. Das gibt's jetzt nicht. Ja. Ja, so. Die kann ruhig ein bisschen Schaden nehmen. Ja. Was geht? Au. Oh, sehr gut. Ja, war cool. Na komm schon, der nächste. Oh, schade, ich dachte, da wäre noch ein Crit jetzt. So, ehrlich. Ich finde ehrlich gesagt, da ist noch schwer genug gerade. Da müssen nicht jetzt schon direkt hier irgendwie Verbündete kommen. Kollegen. Boah.
So, Maria 17, 27. Das ist echt nicht nett gerade. Was die mir hier vorsetzen. So, mir gefällt eigentlich die Situation hier mit ihr. Wie sie hier schön irgendwie die Gegner angeht. Ich mache null Schaden. Was für ein Unterschied, ne? Ja, ich werde ja sehr viel mehr Gegenstände einsetzen als in meinem Hauptspiel. So, jetzt muss ich irgendwie wieder die anlocken. 30. Mir hat eigentlich die Situation gefallen, wo ich hier Dings mit ihr die Leute angelockt habe. Gehe ich im nächsten Zug nicht, ne? Ne. Lass mal hier ein bisschen heilen. Natürlich auch den hier einsetzen, ne? Was ich auch machen könnte, ist ihn hier einsetzen. Und dann den Hammer ausrüsten. Schicklichkeit 9. Ja. Kann ich hier reingehen? Ne? Sind ja Magier? Einer. Aber ist, glaube ich, in Ordnung. Alles klar, cool. Dann kann sie den Hammer ausrüsten. Den fertig machen, hoffentlich. Was du? Trank der Magie. Das gefällt mir nicht. Vor allem die Magier sind so viel stärker, ne? Guck mal an, wie viel stärker die sind im Vergleich zu mir. Kann ich erledigen. Aber ich habe zu wenig Leute gerade. Den ja. Ich muss ja warten. Ja. Okay. Oh Gott. Ja, was geht mit einem Schlag? Pong. Brauche noch nicht mal zwei Schläge. Ach, jetzt kommen die natürlich auch alle. Ah, oh, ehrlich? Vorrativ her damit. Ja, okay, das ist zu viel. Ihr könnt mir nicht so viele Gegner hier vorsetzen, Mann. Das ist ein bisschen krass hier gerade. So. Entschuldige, wie viel machst du nur? Okay, also wenn ich euch jetzt, wenn ich hier sie hinpacke, ne, mit großer Ether, ne, dann macht sie die Gegner eigentlich alle platt, ne? Machen wir das. So, und dich behalte ich im Auge erstmal. Je nachdem, wo du jetzt hingehst gleich, ne? Ich pack dich mal hier hin, ne? Oder auch nicht. Vergiss es. Obwohl. Äh,
Stahlachs 32. Warte mal, doch. Genau, das werde ich machen. Dem Hammer wieder. Du bist in dem Wald, das heißt, du hast mehr Ausweichen. Jetzt mache ich eine Drachenader. Das ist ja noch mehr Ausweichen. Ausweichen 101. Und die kann mich nicht treffen. Cool. Und du stehst da und machst nichts. So, mein Plan war eigentlich jetzt hier die zu erledigen, aber da sind schon die nächsten gekommen. Also was zum... Wie bitte soll ich dagegen ankommen? Das ist dann 18. Die könnte ja ein bisschen was reißen. So viel Resistenz, ja, ne? Alfred, Meil. Was soll ich hier machen? Also möglich. So, warte mal. Dir kann ich ein Donnerschwert geben, ne? Warte mal, ich hab dir doch. Du mal das Donnerschwert, ne? Kannst du da ausrüsten, oder? C. Ah, alles klar. So, du nimmst mal Donnerschwert. Mach ich sowieso nicht. Okay, Elfendonner ist ja nicht effektiv gegen Drachen, ne? Ich denke an Radiant Dawn. Ja, 27. Das heißt, was ich hier machen werde, ist... Das hier, ne? Machen wir das gehen ja ihn ja mal angreifen, ne? Sogar getroffen, sehr gut. Dann gehe ich hier hin und lass dir das Donnerschwert ausrüsten und jetzt soll es dir eigentlich gut gehen, ne? Halbwegs. Warte mal, nimm du das mal. Dann gibt es das gleich hier, ne? Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Egal. Ey, jo, was geht? Wir gehen alle noch auf Seelos anscheinend. Okay. Ja, ist okay so. Und er rennt da unten hin. Aber du bist noch in Reichweite von mir. Oh wow, sie macht sie fertig. Jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. So, ja, der geht natürlich auf. Sie geht natürlich auf ihn los. Schon gedacht. Oh. Geht er da oben lang? Geht die da oben lang? Okay, und keine Verstärkung zum Gott sei Dank. Oh, doink. So, jetzt werde ich ein paar Leute umkippen sehen. Bonk. So, kann ich dich erledigen? Ich glaube, ich kann dich erledigen, ne? Bevor du hier abhaust, ne? Dann habe ich noch ein paar Netz Angriff hier. Dann habe ich noch ihren Langstreckenangriff, ne? So, ich weiß nicht, wo du hinflüchten musstest, ne? Aber ich kann dich nur einholen.
Wenn ich hier hingehe, dann musst du hier durchgehen, durch den Wald. Was dich ein mehr Dingens kostet, ein mehr Bewegung. Ich glaube, ich zahle mal damit an und du bist weg. Dann komme ich mir den Schatz vor, ne? Falls der eine Dieb sich denkt, irgendwie ja lustig zu sein, ne? Dann schieße ich den einfach ab. Mit Panett. So, ich greife mit ihr zuerst an. Zack. Einfach damit Etty sie heilen kann, ne? Okay. Zur Not habe ich ja immer noch ihn ja zum Tanzen, ne? Ja, kann sie auch heilen. Boom, alles klar. Okay. Weiß nicht, ob mir die Situation ja gerade gefällt. Ich muss dich, glaube ich, angreifen. Ich muss wahrscheinlich mit Dings hier einsetzen. Ja, mit Slane muss ich mit Kayas Fähigkeit einsetzen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so stark mit dem Donnerschwert ist. Oh, sehr cool. Sie kann stehen bleiben, ne? Ja, ne? 16. Okay, macht nichts an Schaden. Richtig erledigt. Nö. So, muss mal kurz hier gucken. Warum hältst du so viel aus wegen Abwehrhaltung, ne? Ich glaube nicht, dass wir das hier überleben werden. Warte mal, der Magier erreicht mich nicht. Oh. Ja, dann muss ich mal hier versuchen, ne? Oh Gott. Okay. So, wenn die beiden auf mich losgehen, das sind 27 Schaden, das sind 20 Schaden. Solange er mir nicht 12 Schaden macht, ist das okay, was er nicht macht, alles klar. Okay. So, muss ich jetzt Mikaya einsetzen? Ich glaube, ich muss Mikaya gar nicht einsetzen. So, hier geht beide auf sie los. Du machst einen Schaden. Du machst einen Schaden, dann hat sie 12. Du machst 9 Schaden, sie überlebt hat. Du machst. Also du hast auf jeden Fall ihn weg. Okay, ich muss noch nicht mit Kaya einsetzen. Was gut ist. Ich muss nur dich heilen. Alles klar. Ja, was hast du da gemacht? Oh. Ja. So. Okay. Let's go face hier. Okay. Wow. Sogar überlebt. Okay. Mm-hmm. Ach, kannst du gegen all die ja ankommen? Ich glaube eher nicht, ne? Ach. Wo willst du überhaupt hin? Nach rechts oder nach links? Nach links wahrscheinlich, ne? Hey, einen Moment mal. Wenn du nach links gehst, ne, dann habe ich doch was hier. Ich meine, ihr könnt es auch hingehen, aber ich nehme an, sie geht hier hin, ne? Die machen wir dann am Ende. Ja, du kannst
ihn wegputzen, sie wegputzen, was auch immer. Okay, haut sie nicht mal weg. Na gut, machen wir den ja. Ich muss sagen, ich war voll AP, ne? Zack. Zack. Ja, aber eine schlechte Waffe ist, wenn die nicht hochgerüstet und graviert ist, ey. Gute Nacht. Bist du hier hin? Jetzt muss ich mal was gucken. Okay, Mann, ja, nee. Das Gute ist, ich merke gerade, ich kann den lieb so oder so erreichen. Nein, die muss ich gar nicht abschießen, sehe ich gerade. Werde doch gleich sehen, warum. Nein. 4 Bewegungen. 3, 4. Und zwar gehen wir hier in erstmal, ne? Wenn der Dieb nämlich hier hingeht, ne? Dann kriege ich den immer noch. Ja, doch leicht sehen, warum. So. Lass mal kurz gucken. Ich meine, ich kann ganz eindeutig jetzt nicht hier runter gehen, ne? Weil die mich fertig machen, ne? 31, ja, das sieht nach sehr viel Tod aus, ja. Also, hier ist mein Plan, okay? Wenn ich richtig liege, dann geht der Dieb nach unten links, ne? Das bedeutet, ich beziehe sie erstmal hier hinten, ne? So. Könnte eigentlich den Dieb abschießen, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, bewegt sich nach da unten hin. Das heißt, ich mache das so einfach. Okay. Guck mal, passiert. Nein, er geht nach rechts, natürlich. Cool. Mit cool meine ich nicht cool. Okay. Okay, da macht die Situation jetzt ziemlich einfach, ne? So. Könnt sie von ihr aus One-Shotten? Ja, du bist tot. Ich weiß nicht, wie wichtig ein Proaktiv sein wird auf Dauer. Aber kann ja nicht schaden, ne? So. Geht der aber auf mich los, ey. Aber ist egal, weil ja, was macht jetzt überhaupt das Ding? Ist egal, sie hochheilen. So, sie dürfte ja eigentlich nicht treffen, ne? Nein und nein. Okay,
Okay. Dann kommt der Rest mal hier hin, ne? Komm mal hier hin. So. Okay, die da bewegen sich immer noch nicht. So. Das sieht ja vielleicht ein bisschen verrückt aus auf erster Sicht, aber wir dürfen nicht vergessen, sie hat Sigurd ausgesetzt, heißt, sie kann sich bewegen danach. So, und ich tue die bewusst mal hier hin bewegen, ne? Bleiben wir hier. Ich würde am liebsten noch warten, bis die Situation erledigt ist, damit wir hier schön uns um das hier einsammeln können und dann den nächsten Dieb hier abschießen können. Also selbst wenn nicht, wird das hier funktionieren. Ich werde gleich sehen, warum. Kommst mal hier hin, obwohl ich brauche Ike wahrscheinlich, ne? Wir machen folgendermaßen, wir machen den hier wieder. Das ist mal schön Sicherheit, glaube ich, ne? Na, 97, da ist immer noch ein. Also. Aber mal sehen, ne? Oh, warte, ich kann angreifen. Das ist so broken, ne? Klatsch. Und ja. Und du stehst einfach da und hockst da, ne? 0% Trefferchance. Zack. Aber genau jetzt merke ich irgendwie, dass ich irgendwie überhaupt nicht vorbereitet bin. Ich muss ganz andere Vorbereitungen treffen. Daneben. So macht man das. Treff mich nicht mal. 0%. Donk. Ein Pseudo. Ein Pseudo Eth hier. So. Okay, mir wird dann langsam ein bisschen zu bunt mit dem Verstärkungstruppen da.